Oh, das sind mehr als 50 Jahre. Fina? Fina, lebst du noch? Was aber alles in der Welt habt ihr hier gemacht? Ihr habt doch nicht etwa ausgenutzt, dass ich... Nein, habe ich nicht. Wo sind wir denn überhaupt? Es ist alles so 3D. Der Magellit! Er wurde aktiviert, als der Zauberring ihn zerstörte. Das bedeutet, dass wir endlich zu Hause sind. Oder auch nicht. Hoffentlich fühle mich merkwürdig. Voluminös. So dreidimensional. Wie an dem Tag, an dem ich zu viel Schokolade gegessen hatte. Nur ohne die Bauchschmerzen. Spürt ihr es nicht auch, Kuro? Yep. Merkwürdig. Keiner von uns hat Schokoladenpudding gegessen. Egal, vergessen wir das mit dem Schokoladenpudding. Viel wichtiger ist, warum ist alles 3D? Dieser Magnet wird nicht mehr funktionieren. Oh mein Gott, diese Kopfschmerzen. Wo sind die Zauberer? Und wie geht es meinem Sohn? Minus? Also, das ist ein bisschen kompliziert. Wo soll ich anfangen? Ah, kompliziert? Was wollt ihr damit sagen? Sie sind alle tot, ist es das? Also, lasst es mich erklären. Das wird nicht einfach werden. Wir sind nicht mehr in derselben Zeit wie vorhin. Kuro und ich kommen aus der Gegenwart, beziehungsweise für euch aus der Zukunft. Aber eure Gegenwart ist unsere Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob ich mich klar genug ausdrücke. Ich habe kein einziges Wort verstanden. Versucht ihr mir zu sagen, dass sie alle tot sind? Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Oder vielleicht sind sie einfach nur älter. Ah ja. Ich weigere mich, diese Unterhaltung fortzusetzen. Ich muss meinen Sohn finden und meinen Vater retten. Ja, Minus. Ich glaube, ich muss das anders angehen. Wir können ihn nicht alleine lassen, Kuro. Ja, das können wir wirklich nicht. Und herzlich willkommen in der 3D-Welt. Yay. Hat ja richtig Stil. Oh. Ich glaube, wir haben das Denkmal von Menos Sohn gefunden, der erfolgreich das Kaiserreich zerstört hat oder irgendwie sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Minus? Im Jahre des Herrn 950 wurden an dieser Stelle die Dämonen von unserem Kaiser Lothair und seinen Streitkräften bezwungen. Oder so ist die Statue von dem lieben Dalkin, hieß er doch, oder? Oder eben von Kaiser Lothair oder was weiß ich. Die 2D-Sprites konnte ich jetzt schlecht auf die 3D-Statue ummünzen, sorry. Die Inschrift auf dieser Statue. Wie ist das möglich? Genau das habe ich zu erklären versucht, Menos. Der Magellit, wir haben eine Zeitreise unternommen. Kuro und ich kommen aus dem Jahr 999. Fast 50 Jahre nach der Niederlage der Dämonen. Ein Unfall hat uns in eure Zeit versetzt. Und das Kaiserreich hat uns gefangen genommen. Und als der Großmagus den Magelliten zerstörte, kam etwas aus ihm hervor. Ich glaube, dieses Ding hat uns hierher gebracht. Ich wäre wirklich am liebsten wieder zu Hause, werde aber das Gefühl nicht los,
dass wir uns in einer anderen Zeitrechnung befinden. Das alles klingt unmöglich. Und doch, diese Statue. Aber warum? Welche Bedeutung haben unsere Leben, wenn alles bereits festgeschrieben ist? Ich verstehe es selbst auch nicht ganz. Aber seht euch Kuro an. Egal was passiert, er kämpft weiter. Am Anfang hat mir der Gedanke daran, mich verirrt zu haben, Angst angejagt. Doch als ich Kuro folgt, fing ich langsam an zu verstehen. Das Leben findet gerade jetzt in diesem Moment statt. Egal, wo ihr gerade seid. Ich weiß nicht, ob sich die Vergangenheit schon zugetragen hat oder ob die Zukunft geändert werden kann. Doch weiß ich, dass ich hier und jetzt existiere. Einfach nur ich, hier und jetzt. Und Kuro hat mir geholfen, das zu verstehen. Deshalb habe ich jetzt keine Angst mehr. Obwohl Ratten und Pilze natürlich immer noch wirken. Das überzeugt mich nicht. Mein Volk wurde bezwungen. Und ich sollte nicht hier sein. Mein Sohn, was wohl aus ihm geworden ist? Anstatt uns all diese Fragen zu stellen, sollten wir lieber nach einem anderen Magelliten suchen. Wenn wir in die Vergangenheit zurückkehren könnten, solltet ihr sie in eure Zeit zurückschaffen. Konzentrieren wir uns lieber darauf, anstatt über Fragen zu grübeln, die wir nicht beantworten können. Hey, klinge ich nicht wahnsinnig erwachsen, Kuro? Ja, wohl oder übel. Ich weiß nicht, ob ich so stark wie Megaklink oder Fräulein Fina sein kann. Ich werde mein Bestes geben. Menos, willkommen in der Party. Wir gehen weiter. Und speichern jetzt hoffentlich. Ja. To the future! Am besten noch back to the future, weil wir sind ja zurück in die Zukunft gereist. Alles klar. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich erfreut über eine tolle Aufnahmesession mit einer leicht nervenden, laufenden Nase. Aber ich kränke ja schon die letzten paar Wochen rum aufgrund von Stress, der leider noch ein bisschen anhält. Aber das ist ja vollkommen egal. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Session Evolent 2 und wünsche euch bis dahin einen traumhaften Tag, Leute. Wunderschöne Zeit. Bis morgen, euer Matze. Ciao. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evolent 2. Ach, ich freue mich in einer neuen Aufnahme. Wir haben es geschafft, einen Magelliten zu finden und in die Zukunft offensichtlich zu reisen. Und ich freue mich wirklich, es geht wieder los. Wir sind jetzt in einer 3D-Welt. Alles ist neu. Und hier ist Bibis Zelt. Die ganze Welt hat sich verändert. Wir sind jetzt nicht mehr in einer 2D-Umgebung. Das sieht man auch schon wunderschön daran, dass sich die Welt tatsächlich dreht, wenn wir rechts links laufen. Finde ich cool, diesen Effekt. Aber wir haben Bibis Zelt und schauen hier mal vorbei. Ach, was für ein netter junger Mann ihr doch seid. Die Leute nennen mich Oma Bibi. Doch im Grunde meines Herzens bin ich noch jung. Außerdem bin ich nicht wirklich alt. Ihr könnt mich jedenfalls ruhig mal abends zum Ausgehen einladen. Natürlich. Wir könnten auf einen Trank gehen. Und wenn es funkt, vielleicht mehr? Apropos Tränke. Was kann ich für euch tun? Zuckerschnäuzchen? Ganz schön am Flirten, die alte Oma. Ein Trank kaufen, einen Verbündeten wecken. Noch ist niemand von uns tot und ich hoffe auch nicht, dass das passiert, aber zumindest wissen wir, dass es anscheinend passieren kann und dass wir es rückgängig machen können. Nichts, ein Trank kaufen, das ist vielleicht nie verkehrt. Ich hoffe, ihr habt mir etwas von gutem Zeug gebracht, mein süßes Gummibärchen. Alter. welches süße Mammutsteak? Speerkraft? Rote Pump? Oh Gott, ich ahne.
Haben wir nicht hier oben eine grüne Pampe? Oma Bibi wird euch einen richtig schönen Trank brauen. Gefunden, einen grünen Trank. Stellt die Hälfte eurer Lebenspunkte wieder her. Denkt an mich, wenn eure hübschen Lippen die Flasche berühren. Nein. Was kann ich für euch tun, Zuckerschnäuzchen? Und wie aus der roten Pampe? Ich weiß nicht, wofür wir sie sonst brauchen könnten, von daher... Ja. Lassen wir die rote Pampe auch mal in einen Trank umwandeln. Einfach, ich weiß nicht, wofür wir die sonst brauchen könnten. Naja, richtig schön Trank bauen, kennen wir ja. Und wir halten einen roten Trank. Stellt eure gesamten LP wieder her. Alles klar. Okay. Ja, nein. Nichts. Bis bald, mein Gummi-Entch. Entlein. Okay. Ja. Okay, wir können uns hier aus Pampe Tränke brauen lassen. Das ist ja schon mal... Sieht endgeil aus. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Aber nichtsdestotrotz schauen wir auch noch, was hier oben auf dem Hügel liegt. Ah, der Spukwald. Dann können wir ja bei Yatai vorbeischauen. Der müsste ja auch noch hier irgendwo rumlungern. Ach, ein neuer Rekrut. Keine Sorge. Dieser Auftrag ist ein Spaziergang. Wir finden einfach Dinge, die in der Hauptstadt verboten sind und verkaufen sie an die Leute, die Bedarf danach haben. Nicht allzu gefährlich, solange man sich nicht von der Miliz erwischen lässt. Boah, okay. Ist hier sehr viel übrig geblieben vom Spukwald. Wenn ihr dem Chef begegnet, lasst euch nicht von seinem Aussehen täuschen. Manche Leute halten ihn für ein Monster, aber nur, weil sie ihn nicht näher erkennen. Auf jeden Fall kümmert er sich gut um uns. Ohne ihn wären wir eine ganz gewöhnliche Strauchdiebe. Yatai, hundertprozentig. Hundertprozentig Yatai, den wir ja seine Freunde geklaut haben, weil wir sie vernichtet haben. So. Können wir mit den Fässern gar nichts anstellen? Nein. Welche Pilze? Auch nicht. Immerhin können wir Sträucher zerschnetzeln, das freut mich doch schon mal. Fina? Nein. Da brauchen wir wohl Menas, um da weiterzukommen. Bevor ich jetzt hier weitergehe, ich will kurz schauen, ob wir mit Menas hier über die Steine drüber kommen. Nein, okay. Hätte ja sein können. Oh, da steht... Oh, wir können die Gräber nicht lesen. Oh, Mann. Oh, bei Sacred 2 gab es ein Grab mit einer Portal-Referenz. Ich habe das so gefeiert. Stand auf dem Grabstein einfach, the cake is a lie. Ich habe mir jetzt sowas Ähnliches hier gewünscht. Oh, Mann, schade. Früher habe ich in Genua gelebt. Mein Traum war es, ein Händler zu werden. Doch ich lernte schnell, dass nur die Söhne von Händlern Händler werden können. Also bin ich hierher gekommen. Wenn man darüber nachdenkt, ist das, was wir tun, der Arbeit der Händler gar nicht so unähnlich. Naja, nur wohl illegal. Macht bloß den Chef nicht mies. Er ist unser Ritter. Viele von uns sind die Söhne von Piraten. Vor langer Zeit brach ein Vulkan auf unserer Insel aus. Der Chef hat uns aufgenommen und uns ein neues Gewerbe beigebracht. Ja... Das hört sich doch stark nach unserem lieben Yatai an. Der aber sogar da drüben saß, glaube ich, auf dieser Lichtung. Der Chef ist hier aufgewachsen. Deshalb hängt er sehr an dem Wald. Ich persönlich habe ihn am Anfang ein bisschen düster gefunden. Aber man gewöhnt sich schließlich dran. Was? Geister? Ihr wisst aber schon, dass es keine Geister gibt, oder? Ja, seid ihr da mal nicht so sicher. Ja, hier kommen wir runter. Hier war der Eingang. Unter diesem Stein dürfte der Eingang. So. Ja, Kanalisation gewesen sein, genau. Ja. Bevor wir hier unten dann weiterschauen. Ja, mit dem können wir schnell reden. Hier, mit dem Kollegen. Falls ihr den Chef sucht, der hat leider einen schlechten Tag. Er hat sich davon gemacht, um sich in seiner Höhle auszuruhen.
Stört ihn lieber nicht, wenn er in dieser Stimmung ist. Ihm brennt nämlich leicht die Sicherung durch. Außerdem wimmelt es in seiner Höhle vor Sprengfall. Wie dem auch sei, tut, was immer ihr für richtig haltet. Ich habe euch gewahrt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen länger nicht mehr aufgenommen. Hier kommen wir nicht rüber, oder? Nein! Und daher weiß ich gerade nicht mehr, was wir zu tun haben. Wird mir auch hier wahrscheinlich nicht angezeigt werden, was wir gerade zu tun haben, weil wir ja keine Quest angenommen haben. Unten sind noch im Menü zwei Symbole, die wir ausgegraut haben. Okay. Ja, dann besuchen wir doch den lieben Yatai vielleicht. Mal schauen.